Demnächst in Ihrem Kino. Gewalt von Rechtsextremen. England, wie wir es kannten, gibt es nicht mehr. Diese Meinung ist jetzt auch im Mainstream angekommen. Heute wurden die ersten Urteile gesprochen gegen Randalierer. Und ihr werdet vom Stuhl fallen, wenn ich euch erzähle, zu was sie hier verknackt wurden. Währenddessen wird weiterhin von der Tagesschau behauptet, es handelt sich hier ausschließlich um Rechte. Großbritannien. Gewalt von Rechtsextremen. In Großbritannien hat es vor einigen Tagen einen Angriff gegeben. Ein Jugendlicher hat 3 Kinder mit einem Messer getötet. Im Internet gab es danach falsche Nachrichten über den Jugendlichen. Menschen haben im Internet geschrieben, der Jugendliche ist Asylbewerber. Er kommt nicht von hier. Das stimmt aber nicht. Er ist nämlich in Großbritannien geboren. Seitdem gibt es viele Proteste von Rechtsextremen. Rechtsextreme Menschen sagen zum Beispiel, Ausländer sind weniger wert als Menschen aus unserem Land. Rechtsextreme greifen oft andere Menschen an. In Großbritannien hat es jetzt immer mehr Gewalt von Rechtsextremen gegeben. Nein, the Great Britons go on street because of mass immigration. Die Briten, sie gehen auf die Straße wegen ihrer Einwanderungspolitik. Das sind nicht nur Rechte. Wenn Großbritannien so viele Rechte hätte, wie hier auf die Straße gehen, dann sollten wir mal den Verfassungsschutz zu den Engländern schicken. Aber erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Heute bereiten sich alle darauf vor. The Big Day wird erwartet in Großbritannien. Man hat jetzt hier lachhafte 6000 Polizisten aus einer Armeeeinheit rekrutiert, um jetzt hier landesweit schnell einsatzbereit zu sein. Wenn hier 6000 Polizisten landesweit schnell einsatzbereit sein sollen, dann werden die mit Sicherheit mit Hubschraubern verlegt. Ob die Briten denn diese 6000 Polizisten am Ende auch benutzen werden, wir können nur gespannt der Dinge schauen, die da kommen. Inzwischen ist es allerdings so, Großbritannien möchte den Einfluss ausländischer Staaten auf diese Krawalle untersuchen. Und ja, richtig geraten, ihnen fällt nur Russland ein. Kein anderes Land wird genannt bei der Einflussnahme auf diese Proteste. Und das ist völliger Wahnsinn. Sie ignorieren völlig, wer die Predigten für diese Moscheen dort schreibt, dass diese aus dem Ausland kommen und dass es hier auch Dutzende arabische und Länder muslimischen Glaubens gibt, die hier Einfluss ausüben auf ihre Brüder und Schwestern in Großbritannien. Nein, das möchte man nicht sehen, wie man das sonst auch nicht hätte anders erwarten können von einer linken Regierung in Großbritannien. Stattdessen wird die volle Härte des Gesetzes angekündigt und hier sagte die leitende Staatsanwältin, die heutigen Gefängnisstrafen zeigen, dass das Gesetz diejenigen einholt, die Gewalt in unsere Gemeinden gebracht haben. Und was denkt ihr, wen sie verhaftet haben? Messerstecher? Nein. Mörder? Nein. Gruppenvergewaltiger? Nein. Sondern protestierende Briten. Natürlich ist hier einer dabei gewesen, der hat auch noch einen Polizisten angegriffen. Das ist immer dämlich, wenn man sowas macht, muss ich euch immer wieder dazu sagen. Aber er hat sich vor Gericht schuldig bekannt, hat etwas Reue gezeigt und er wurde zu 3 Jahren Gefängnis verurteilt. Ein weißer Brite wird zu 3 Jahren Gefängnis verurteilt, weil er auf der Straße randaliert hat mit Dutzenden anderen. Es ist kein Fall eines Migranten bekannt, der hier in Großbritannien heute vor ein Gericht gestellt werden will. Und weil das Ganze nicht schlimm genug ist, man hat noch extra 560 Haftplätze freigeräumt, um die jetzt Neuinhaftierten auch unterzubringen. Und wie muss ich mir das vorstellen? Wir räumen 560 Haftplätze und lassen die ganzen Messerstecher gehen, damit wir jetzt Platz haben für die Randalierer. Leute, Leute, Leute. Großbritannien ist völlig am Ende. Es geht jetzt hier weiterhin darum, dass sie immer noch behaupten, aufgrund der Falschnachrichten der 3 niedergestochenen Kinder in Southport würde das ganze Land hier im Chaos versinken. Nein, das ist nicht die Ursache, das war jetzt am Ende der Auslöser. Und ja, der Auslöser ist eine Falschnachricht. Aber es hätte jeder andere Auslöser dafür ausgereicht, damit diese Proteste jetzt hier in Gang kommen. Es geht am Ende um nichts weniger als um die Frage, wer hat am Ende in Großbritannien die Vorherrschaft.
Unser christliches Wertesystem, wonach sich auch alle Einwanderer unterordnen müssen, egal welcher Glaubensrichtung sie angehören, oder kann hier von einer Minderheit aus so viel Druck auf die Gesellschaft ausgeübt werden, dass die Briten am Ende klein beigeben werden. Ihr seht immer wieder bei den Bildern, die ich hier ab und zu einspiele, was so in Großbritannien los ist. Und sie wollen uns immer noch erzählen, dass nur Rechte protestieren. Und nein, es geht schon lange nicht mehr um die Frage, ob rechts oder links. Denn inzwischen ist jeder Brite rechts, wenn er weniger Migration möchte oder weniger illegale Migration oder weniger kriminelle Zuwanderer. Die gleichen Probleme wie hier. Dort werden Leute, die Gewaltverbrechen begangen haben, für Sozialstunden verurteilt, für Bewährung verurteilt. Und hier werden jetzt Dutzende Weiße in Schnellverfahren vor Gericht gestellt. Es gibt hier jetzt noch weitere Personen, Andrew Phillips, David Green, Sean Holt, Liam Ryan. Sie hätten alle Prozesse gehabt, irgendwann im Laufe dieses Monates, aber sie wurden dann alle vorverlegt auf den heutigen Tage. Der eine zu 20 Monaten Gefängnis verurteilt wegen gewalttätigen Unruhen und rassistisch motiviertem Verhalten. Der andere zu 30 Monaten Gefängnis verurteilt, weil er sich an den gewalttätigen Unruhen beteiligt hat und einen Polizeiwagen angezündet hat. Ein 40-Jähriger aus Walton Road in Liverpool wurde ebenfalls zu 20 Monaten Gefängnis verurteilt. Und so geht es hier weiter. Es hat alles seinen Ursprung genommen bei den Unruhen der Southport Moschee am 30. Juli. Und in Großbritannien werden jetzt nur die Symptome bekämpft, die aus der gescheiterten Einwanderungspolitik herrühren. Aber an die Ursache möchte keiner rangehen. Stattdessen werden weiter täglich Migranten nach England gebracht. England ist nur eine Vorausschau für alle, die noch wissen wollen, wie es in Deutschland bald zugeht. Demnächst in Ihrem Kino, sagen Sie immer. Ja, demnächst auch in Ihrem Kino der Bundesrepublik Deutschland. Anzusehen aus Ihrem Wohnzimmerfenster, aus Ihrem Küchenfenster, aus Ihrem Schlafzimmerfenster, ganz wo Sie möchten, können Sie dabei live beobachten, wie sich hier wild gewordene Horden einfach einen Staat zur Beute machen. Das Ganze wird in ganz Europa, zumindest in Westeuropa, bald stattfinden, denn dieser ewige Kampf, der wird nicht ewig weitergehen, sondern er wird sich irgendwann in Gewalt und Eskalation auf unseren Straßen ergießen. Und in Großbritannien sehen wir, was wir davon haben. Und es erinnert an die großen Proteste aus dem Jahr 2011, für alle, die es vergessen haben. Damals wurde Mark Dugan im Norden von London von der Polizei erschossen. Es kam zu Ausschreitungen, infolgedessen 3000 Personen verhaftet wurden und 2000 Personen wegen Straftaten im Zusammenhang damit verurteilt worden sind. Aber ich bin gespannt, wann sie denn die ersten Machetenmänner hier verurteilen. Angeblich hätten sie einen schon gefasst. Einen. Aber Großbritannien wird untergehen und Großbritannien wird auch in Flammen stehen. Ich weiß, das ist nicht schön, aber that's reality. Das ist die Realität 2024 und man denkt manchmal, man lebt in einer Simulation, wenn bei Olympia auf einmal eine deutsche Athletin durch das Bild läuft, die Göring heißt. Dann kommt eine, die hieß Hermann. Leute, so Witze kann man sich nicht ausdenken, aber wir leben nicht in der Simulation. Wir leben in der Realität, wo Männer Frauen schlagen dürfen, auch bei Olympia. Anderes Thema, sie steht jetzt im Finale. Schauen wir mal, wie das Ganze ausgeht. Abonniere auf jeden Fall diesen Kanal, X und Telegram. Ansonsten sage ich ciao, bis bald.